die darin liegt, auch emotional das mitzuerleben durch so ein krasses Orchester, das einfach wirklich gefühlt alle Emotionen aufbrausen lässt. Für mich auch eine einmalige Erfahrung, auch für viele meiner Musiker. Ich habe da ja Leute, die ihr Leben lang bei den Bamberger Symphonikern zum Beispiel gespielt haben, Spitzenorchester, die haben sowas noch nie erlebt. Und was heute passiert ist, das war absolut neu für mich. Ich kannte weder die Stücke, noch ahnte ich, dass das Publikum so begeistert mitgeht. Klassiker haben mehr Feuer als wir Popmusiker. Wir sind so cool, immer den Ball flach halten. Aber so, was da rüberkommt vom Dirigenten, vom Frank Aronofsky, vom Orchester, das ist Leidenschaft. Und auch mit den Bandmitgliedern, für die war das, mit dem Orchester zusammenzuarbeiten, eine neue Erfahrung. Meine Seele. Die Musiken könnten unterschiedlicher nicht sein. Man merkt, dass da wirklich Jahrhunderte dazwischen liegen, auch zwischen diesen Arten Musik zu machen. Und dass man dann aber sieht, Menschen und der Geist Gottes sind gemeinsam imstande, diese Schranken zu überwinden. Jetzt haben wir das zusammengebracht, die Tiefe der Klassik und das Entdecken des Inhaltes wieder. Und das hat total funktioniert. Von einer Idee, Inspiration wirklich mal zu probieren, ob das nicht funktioniert, dass man wirklich ganz nah aneinander Popstücke und klassische Stücke miteinander verbindet. Die gespannte Erwartung vom Publikum hilft uns auch nochmal auf der Bühne zu sehen, wow, was passiert hier eigentlich? Was wäre dir gut? Alle modernen Stücke, neuen Stücke kann man eben auch mit Orchester machen und es groovt trotzdem. Und dann sind hier 1.500 Leute und die sitzen nicht nur ganz brav da, sondern erheben sich wie ein Mann, singen mit. Nicht, dass die Musik allein steht im Zentrum, sondern das Miteinander und vor allem natürlich auch Gott. Ich fand es auch toll, dass es einfach so gestaltet wurde wie ein Gottesdienst direkt. Also, dass alle eingeladen wurden, dass man zusammen auch mitsingt. Staune über die Tiefe in der Musik, aber auch die geistliche Tiefe, die der Abend bisher hat. Die Liturgie vielleicht als Grundbaustein auch, weil sie ja auch in modernen Worship-Songs viel vorkommt, das Gloria, das Heilig, das Sanctus und so weiter. Es kommt einfach ein Spirit, kommt durch, es ist ein zusammenhaltender Gedanke, es ist kein Patchwork. Und ich denke mir wirklich, es können bloß die mitreden, die heute Abend da sind.